Unsere Prozesse gestalten wir iterativ, sukzessive, inkrementell. Das kommt immer darauf an, welche Situation, welchen Kunden, welchen Markt bedienen wir gerade, weil wir da immer mit unterschiedlichen Bedürfnissen einfach konfrontiert sind. Und auf die stellen wir uns dann wirklich flexibel ein. Das heißt natürlich auch, dass wir bei den Prozessen nicht immer sofort standardisieren und nicht immer sofort automatisieren können, weil die halt höchstgradig individuell sind. Aber dadurch maximieren wir auch den Nutzen für unseren Kunden und dafür ist dann auch ein Kunde bereit, mehr zu zahlen, weil wir einfach viel mehr Wert bieten an der Stelle. Ja, und da muss man auch wirklich sagen, nur das sind unsere Kunden. Ne? Man muss schon wissen, welches Kundenklientel man adressiert. Und es sind einfach die Kunden, die diesen Mehrwert zu schätzen wissen. Gleichzeitig heißt es im Umkehrschluss auch, dass die Mitarbeiter sich darauf einlassen müssen. Also jemand, der sehr gern nach Schema A vorgeht oder B und ich sag mal, immer das gleiche Vorgehensmodell, das ist wahrscheinlich nicht der passende Mitarbeiter für uns. Wir erwarten schon, dass man dann sich in die Problemdomäne und in den Kunden hineinversetzt und dann auch wirklich ja, individuell eine Lösung schafft. Also mit Standardisierung auf hochgradig individuelle Probleme zu schmeißen, das ist nicht unser Ansatz. Und ich habe da auch zwei Beispiele. Das geht bei Verträgen los. Ne? Wir haben ja schon gelernt, Angebote machen wir auch nicht standardisiert. Bei Verträgen ist es das Gleiche. Das heißt, ich muss mit jedem Kunden längere Gespräche führen, um rauszukriegen, was ist für den der sinnvolle Modus. Ne? Können dem seine Anwender direkt bei uns Probleme melden und wenn ja, in welchem Umfang dürfen wir die ohne nachzufragen abarbeiten? Und gleichzeitig eben dann auch das Doing, ne, mit dem Kunden. Gibt es zum Beispiel Dinge, wo wir sagen, okay, das würde jetzt länger als 1, 2 Stunden dauern. Wir machen dazu jede Woche ein Meeting, wo wir genau diese Themen aufgreifen, die wir dann dem entsprechende Entscheider bei dem Kunden vorsetzen, sagen, uns ist aufgefallen, man müsste A, B, C machen und von deinem Anwender so und so kam noch der Punkt D, den wir auch noch besprechen müssten. Wir machen ein gezieltes Meeting. Wollt ihr uns quasi über zum Beispiel Slack anschreiben? Also sollen wir euch einen Slack mit aufnehmen? Wollt ihr eine eigenständige E-Mail-Adresse, zum Beispiel kundenname@core.eu? Wollt ihr mit in einen Trello-Arbeitsbereich oder sollen wir eure Tools verwenden? Was habt ihr an Tools? Ne? Dass dieser Prozess für euch möglichst ja, integrativ ist. Genau, und ein Beispiel dafür, wie anpassungsfähig unsere internen Prozesse sind, das hat sich zum Beispiel jetzt am Anfang von der Corona-Pandemie gezeigt. Als wir dann alle ins Homeoffice gegangen sind, hat es natürlich der Umzug ins Homeoffice an sich erstmal gut funktioniert. Das sollte man aber auch von einem IT-Unternehmen erwarten. Aber wir haben dann schon gemerkt, dass es gerade bei der Kommunikation so ein paar Defizite gab. Zum Beispiel sind Informationen verloren gegangen, weil es eben schon noch was anderes, wenn man jetzt ständig per Chat oder per Anrufe kommuniziert, anstatt im selben Raum zu sitzen. Aber da haben wir dann direkt Praktiken etabliert, um dem entgegenzuwirken. Zum Beispiel haben wir unsere Dailies breiter aufgestellt, haben neue Dailies eingeführt, wo zum Beispiel alle Mitarbeiter des Unternehmens dabei sind, dass man da eben immer einen regen Austausch hat. Oder haben zum Beispiel auch Slack-Channels eingeführt, wo einfach Informationen reingepostet werden, sodass die jeder mitbekommt. Genau. Und so haben wir das eigentlich dann ganz gut in den Griff bekommen, die Kommunikation. Tim, du hast jetzt gar nicht den Namen von dem Slack-Channel erwähnt. Ich war so stolz auf diesen Namen. Informationsdrehkreuz. Okay. Ja, also so haben wir dann auch mal hier, wenn es jetzt nicht auf Anhieb läuft, ne, iterativ das Ganze auch für uns intern verbessern. Ne? Das ist ja nicht nur beim Kunden, sondern für uns gilt es natürlich im gleichen Maße, dass wir dann uns auch iterativ, inkrementell einer Lösung nähern müssen. Ich bin zum Beispiel jetzt bei den Videos, die wir hier jetzt gerade aufnehmen, auch so der Meinung, erstmal aufnehmen und dann später vielleicht nochmal mit irgendwelchen Videoprofis zusammen das Ganze machen. Ne? Aber einfach mal loslegen, iterativ dazulernen und besser machen.